Ist. Ich freue mich sehr, Philipp Rumpf von der Universität Bamberg begrüßen zu können hier. Philipp ist einer der Menschen, die regelmäßig an den DSpace Developer Meetings teilnimmt. Philipp hat auch schon öfters Vorträge auf dem Praxistreffen gehalten. Die Bamberger sind immer eine reichliche Quelle fürs Programm, auch dafür für die Unterstützung. Ganz herzlichen Dank. Und Philipp wird über Qualitätskontrolle bei Metadaten, Optimierungsmöglichkeiten und gegebenenfalls Probleme oder Nicht-Probleme mit Sola sprechen. Philipp, herzlich willkommen. Okay, danke. Ja, guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Philipp Rumpf von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Heute leider der einzige aus Bamberg, der anwesend ist. Das hat leider bei den anderen aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Darum hoffe ich, dass ich mit möglichst vielen hier heute ins Gespräch komme und Kommunikationskanäle eröffne. Den Vortrag, den ich halten werde, haben aber die Kollegen natürlich mit vorbereitet und auch inhaltlich geht es um die Arbeit, insbesondere des ersten Kollegen, Herrn Holzwert, der bei uns neu angefangen hat. Und ansonsten Steffen Illich und Stefan Philipp haben beide dazu beigetragen. Wir hatten auch noch weitere Unterstützung bei der Vorbereitung der Folien. Die Otto-Friedrich-Universität Bamberg ist seit 1979, also länger als der FC Saarbrücken nicht in einem Endspiel war, wieder Universität geworden und ist die akademische Heimat von mir, jetzt heute. Ich bin eigentlich aus Göttingen und wir haben vier Fakultäten, ungefähr 12.000 Studierende und sind in der Weltkulturerbestadt Bamberg. Das wollten wir kurz erwähnen, auch einmal angeben mit der schönen Altstadt, die in Bamberg vorhanden ist. Hier geht es ja eigentlich um DSpace. Das heißt, weniger im Fußball. Und wir haben in Bamberg das FIS, also das Forschungsinformationssystem, das auch unter dem Namen FIS dann sich eingebürgert hat, seit 2018 in Betrieb. Genau ist es so, dass wir 2016 die Entscheidung getroffen haben, auf DSpace Chris umzusteigen, damals in der Version 5. Das hat 2018 geklappt, ziemlich zeitgleich mit dem Beitritt zum DSpace-Konsortium in Deutschland. Wir sind letztes Jahr 2023 umgestiegen auf die auf DSpace 7.5 aufbauende Version von DSpace Chris, die jetzt etwas anders nummeriert ist und 2023.01.01 heißt und sind im Moment in Vorbereitung darauf, auf ein LTS-Release von DSpace Chris umzusteigen, das dann auch auf 7.6 basiert und fokussieren uns auf Stabilisierung des Systems und Verbesserung der Metadatenqualität. Was ich erwähnen möchte, ist, dass ich jetzt von der Universitätsbibliothek bin. Wir sind nicht die Einzigen, die daran am FIS mitarbeiten. Wir haben das Dezernat zur Forschungsförderung und Transfer dabei. Wir haben den IT-Service dabei und andere, zum Beispiel das Archiv. Insbesondere natürlich den IT-Service, der uns auch mit Entwicklern unterstützt. Das ist Herr Gantner, wenn Sie den Namen schon mal gehört haben. Aus unserer Sicht ist natürlich das Wichtigste die Bibliografie. Das heißt, dass wir Volltexte und bibliografische Einträge seit den 80er Jahren ins FIS übernommen haben und als Publikationsserver jetzt auch viele Volltexte anbieten. Natürlich sind daneben die Funktionen eines Forschungsinformationssystems verfügbar, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Gut, wir sind 2023 live gegangen, haben Benutzer bekommen, glücklicherweise, und haben von diesen Benutzern Rückmeldungen bekommen. Und zwar teilweise auch etwas verwirrende, zum Beispiel die, dass eine bestimmte Suche im FIS nicht zu einem gewünschten Treffer führte, der allerdings da war und im Nichts endete. Ihre Suche führte zu keinem Ergebnis, der etwas nicht besonders hilfreichen Meldung, wenn ich es jetzt sehe, dass man es mit Anführungszeichen versuchen sollte. Dann haben wir uns natürlich angeguckt, woran es liegen könnte. Und die erste Vermutung war, wie fast immer, der Solr, der Suchkern, den DSpace verwendet, funktioniert in irgendeinem Sinne nicht so, wie er soll. Wir haben uns überlegt oder uns daran erinnert, beziehungsweise auch gelernt, wie das in DSpace 7 vereinfacht funktioniert mit dem Solr, dass nämlich zuerst eine Suchanfrage aus dem, weiß nicht, ob ich ein, ja,
eine Suchanfrage aus dem Frontend an das Backend kommt, das nach einem bestimmten Suchbegriff gesucht wird. Die wird an den Solr weitergeleitet. Der Solr liefert die Item-IDs zurück und die reichen wir zumindest in Bamberg dann über die Datenbank an. Das Backend liefert die Metadaten zurück ans Frontend, die werden angezeigt. Alles gut, wenn das Suchergebnis da ist. Vielleicht kurz zum Solr. Das ist ein Suchindex, der aufgebaut wird, initial aus der Datenbank und kontinuierlich geupdatet wird, wenn die Datenbank sich ändert. Und unsere Vermutung war, dass der Solr nicht funktionierte und irgendwie unsere Daten kaputt machte. Wir haben dann recherchiert, was passiert, und Folgendes festgestellt: Das Frontend lieferte eine Suche richtig an das Backend. Die ging auch richtig weiter an den Solr. Der Solr hatte allerdings aus der Datenbank einen falsch dargestellten Umlaut bekommen. Ich sage jetzt falsch, das ist vielleicht etwas übertrieben. Es gibt verschiedene Methoden in Unicode, Umlaute darzustellen. In dem Fall war es die nicht gewöhnliche und führte dazu, dass in unserem Fall zunächst keine Item-IDs ans Backend weitergeleitet wurden. Und dann natürlich der weitere Schritt mit der Abfrage in der Datenbank übersprungen wurde und einfach keine Metadaten zurückgeliefert wurde. Ihre Suche führte zu keinem Ergebnis und wieder die berühmten Anführungszeichen. Das heißt, was tatsächlich der Fehler war, ist die Darstellung der Umlaute in der Datenbank gewesen, nicht im Solr. Wir wollten da kurz darauf eingehen, was passieren kann in Unicode. Die Älteren werden sich noch erinnern, dass es früher andere Standards gab. Wir haben jetzt in Unicode UTF-8 als Standard. Trotzdem gibt es noch die Möglichkeit, Umlaute verschieden darzustellen. Also auch dieser Standard hat verschiedene Darstellungen von Umlauten. Das unterscheidet sich zum Beispiel dadurch, dass Ü, der Umlaut, dargestellt werden kann als U plus eine besondere Zeichenfolge für den Umlaut über den vorherigen Buchstaben. Das wäre die Bytefolge, die man hier sieht, 75CC88 in UTF-8 encodiert. Und dasselbe Problem betrifft natürlich die anderen Umlaute. Die übliche Darstellung ist die als einzelner Zeichen C3WC, als einzelner Codepoint. Wir haben das dann korrigiert in der Datenbank und das gewünschte Ergebnis bekommen. Schlüssel ist in der gleichen Form an den Solr weitergeleitet worden, indem es aus der Datenbank kam. Wir haben das Ergebnis zurückbekommen, alles funktionierte wieder und wir konnten unsere Publikationen wieder verfügbar machen. Und haben allerdings bei dieser Gelegenheit weitere ähnliche Fehlerbilder festgestellt. Zum Beispiel ist es so, dass es in Unicode eine Vielzahl von verschiedenen und manchmal nicht einfach zu unterscheidenden oder gar nicht zu unterscheidenden Leerzeichen gibt. Und da hat sich ein Kollege wirklich die Arbeit gemacht, alles nochmal zu recherchieren, alle Leerzeichen zu finden. Gut wäre für uns ein einzelnes, einheitliches Leerzeichen. Schlecht wären und sind vorhanden No Breakspaces, Leerzeichen bestimmter Breite oder aus bestimmten Schriftarten oder für mathematische Formeln. Besonders gemein ist dabei, dass es nicht ohne weiteres möglich ist, das anhand der Breite im HTML zu erkennen. Es ist auch nicht möglich, es in der Konsole zu erkennen in einigen Fällen. Denn Non-Breaking Spaces werden im Allgemeinen in der Konsole genau gleich dargestellt wie andere Leerzeichen auch. Was es auch noch gibt, um die Sache etwas komplizierter zu machen, sind Leerzeichen, die man gar nicht sehen sollte, die breitenlos sind. Und die kann man jetzt, wie man hier sieht, nicht sehen. Das heißt, dass da nochmal die besondere Schwierigkeit ist, zu verhindern, dass dadurch Datenbanksuchen und Datenbankexporte verunreinigt werden, um das mal so auszudrücken. Und auch die Solr-Suche in Probleme kommt, denn wenn ein breitenloses Leerzeichen ein Wort unterbricht, dann kann es im Solr dazu führen, dass zwei Worte erkannt werden, falls doppelt indiziert werden und dann nicht gefunden werden, wenn nach einem Kompositum gesucht wird. Auch da gibt es wieder eine gewisse Auswahl. Das kennen wir inzwischen von Unicode. Und da haben wir uns gewünscht, dass solche breitenlosen Leerzeichen verschwinden. Die Zeilenumbrüche sind ein ähnliches Thema. Auch da gibt es
verschiedene Ausreißerzeilenausbrüche, die eigentlich selten gebraucht werden. Aber es gibt auch unter den Standardzeilenumbrüchen zwei Standards zur Auswahl, nämlich den in der Linux- und macOS-Welt verbreiteten Linefeed gegenüber dem Windows Carriage Return plus Linefeed. Auch da müssen wir uns überlegen, wie wir da einen Standard herstellen, um die Daten weiter nutzen zu können, ohne da Probleme zu machen oder das Betriebssystem des Benutzers zu verraten. Wieder das Problem, dass, wie man oben sieht, ein Nicht-Standardzeilenumbruch nicht optisch zu unterscheiden ist von einem normalen Zeilenumbruch. Und wie man unten sieht, kann es passieren, wenn ein Ausreißer vorkommt, dass der gewünschte Zeilenumbruch gar nicht im HTML abgebildet wird, sondern es einfach als Leerzeichen übersprungen wird. Gut, was haben wir gemacht? Wir haben natürlich unsere Datenbank angeguckt und wir haben gesagt, das Erste, was man mit diesem Problembild anfangen kann, ist eine Analyse der Datenbank anzustellen. Das heißt, wir haben ein selbstentwickeltes Skript verwendet, das inzwischen auch auf DSpace ohne CRISP portiert ist, deswegen ein DSpace-Pull-Request hat. Dieses Skript verwendet eine Java-Klasse, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen werden, den Enhancer, aber nicht die gesamte Enhancer-Funktionalität, die DSpace CRISP zu bieten hat. Das möchte ich explizit sagen, dass man nicht die Enhancer-Funktionalität braucht, sondern mit diesem Skript ganz passiv kontrollieren kann in der Datenbank, ob in den gewünschten Feldern, auch die kann man genau angeben, Probleme auftauchen, wo sie auftauchen und die erstmal als Liste, das mögen Bibliothekarier auszugeben für eine manuelle Prüfung. Wenn es dann gewünscht ist und nur wenn es gewünscht ist, gibt es die Funktion, diese Fehler auch automatisch zu bereinigen. Das heißt, nochmal, um es die Vorsichtigen zu überzeugen, das Skript, wenn man es so laufen lässt, analysiert erstmal, macht nichts kaputt, gibt eine Analyse als Log oder Tabelle aus, verändert in der Datenbank erstmal nichts. Dann, wenn man es wünscht, schreibt es in die Datenbank zurück und korrigiert in der Datenbank die genannten Fehler oder auch andere Fehler, die man hinzufügen kann. Und wir geben dann die richtigen Daten in Frontend, Solr, Listen, Export und AuGet aus. Das ist eigentlich schön und gut. Wir haben uns das an einem Beispiel angeguckt. Die unterschiedlichen Zeilenumbrüche, die werden tatsächlich in zwei Schritten korrigiert. Wir haben erst auf den Linux-Standard korrigiert und dann uns entschieden, in einem zweiten Schritt den Windows-Standard zu verwenden, weil doch die meisten unserer Benutzer Windows-Benutzer sind. Und haben dann am Ende einen einheitlichen Zeilenumbruch in der Datenbank. Wie wirkt sich das auf unsere Datenbank aus? Wir haben ungefähr 60.000 Publikationen, nochmal als bibliografische Einträge größtenteils. Das heißt, größtenteils haben wir gar keinen Titel, haben wir gar keine Abstract, sondern nur Titel und bibliografische Grunddaten. Und dort haben wir ungefähr eine Fehlerquote von 2%. Das hört sich nicht besonders hoch an, ist es auch eigentlich nicht. Wir haben aber auch 5.500 Volltexte und dort liegt die Fehlerquote bei 13%. Das heißt, wir haben festgestellt, dass je mehr Metadaten man hat, logischerweise, desto mehr Fehler gibt es und dass für Publikationsserver dieses Problem wahrscheinlich noch größer ist als in Bamberg, wo das FIS von der Anzahl der Publikationen hauptsächlich Bibliografie ist. Das haben wir jetzt nochmal aufgeschlüsselt. Ich werde jetzt nicht über die genauen Zahlen gehen. Und haben uns dann das Skript einmal so und einmal so laufen lassen und haben gesagt, das Problem müsste jetzt eigentlich gelöst sein. Stimmt auch, die Metadaten werden korrekt angezeigt und werden korrekt weitergegeben. Es ist aber so, dass verschiedene Quellen, wurde jetzt explizit gebeten, nicht zu nennen, welche immer noch Umlaute in zerlegter Darstellung weitergeben und die per Copy and Paste in unser FIS eingegeben werden. Und die Kollegen auch damit überfordert werden, das bei Einreichungen automatisch zu erkennen, das ist eine etwas höhere Kunst. Das heißt, das Problem kehrt wieder und natürlich die Datenweitergabe erfolgt meistens schnell. Das heißt, dass wir auch die Daten weitergegeben haben, bevor wir sie korrigieren konnten. Das heißt, wir haben uns entschlossen, in
Bamberg, wo wir DSpace Chris einsetzen, die Gesamtfunktionalität des Enhancers zu verwenden, der anders als das Skript fortlaufend ab Freischaltung korrigiert und die Datenbank sozusagen frei von problematischen Einträgen hält. Die kommen da gar nicht erst hin bei freigeschalteten Einträgen. Weil sie freigeschaltet sind, sind sie korrigiert. Und wenn sie nachher bearbeitet werden, werden sie auch automatisch wieder angepasst. Das heißt, dass auch unsere Kollegen bei nachträglicher Bearbeitung eine Chance haben, da was reinzustellen. Worauf ich ganz kurz zu sprechen kommen möchte, ist, dass wir das dann tatsächlich erst bei Freischaltung machen. Das heißt, wenn Benutzer weiterhin etwas Falsches eingeben, dann sehen sie das erstmal so für sich und kommen nicht in eine Schleife, das dann korrigieren zu wollen, sondern reichen es ein und es wird dann bei Freischaltung korrigiert. Was wir als weitere Entwicklung anstreben, ist, dass wir diesen Enhancer dann auch gerne in DSpace 7 haben möchten. Und da wollten wir uns an Sie wenden als Community und einfach fragen, wer Interesse hat und wer freiwillig dafür da ist, einen Enhancer-Listener, das heißt eine Funktionalität, die dann bei Änderung von Publikationen eingreift und den Enhancer ausführt, mitzuentwickeln, zu entwickeln, eine Issue dazu zu eröffnen im DSpace-Repositorium, einen Pull-Request zu schreiben oder dann, wenn eine Entwicklungsarbeit erfolgt ist, auch mit dem Feedback der Community weiterzuarbeiten an so einem Vorschlag. Und bin natürlich dazu gerne ansprechbar und möchte auch generell erstmal für Ihre Aufmerksamkeit danken und würde um Ihre Fragen bitten.